jetzt weißt du's. Kevin, dein Part ist vorbei. Also du nimmst einfach Nein, zu noch sein lange Haus, nicht. mein Freund. Ich überziehe heute ein bisschen. Extra für dich. Ich nehme dann nachher nochmal im Team eine Runde Half-Life auf. Ja, ich habe ja nur noch 6 Parts oder so, die ich noch nicht hochgeladen habe. Ist das der Priester, den ich da gerade höre? Oh nee. Derzeit google ich schon mal, da ich nach einem Programm, wo man gut Bildschirmaufnahmen machen kann. Oh nee, do not want. Do not want. Nein, nein, bitte nicht. Also die Tür hat jetzt ein bisschen geklemmt, oder? Das ist irgendwie schwerer zugemacht. Die hat Legs. Verdammt. Ich bin irgendwie seit dem Outlast Let's Play schreckhafter. Ich schreie öfter. Aber mir nimmt das eher ab, wenn ich viel Horror spiele, spiele. Aber ich spiele Spieler. Verdammt. Habe ich das auch? Ja, ich habe es auf Deutsch. Warum? Warum redet er Englisch? Die sind ein bisschen verwirrt. Ich habe es auf Deutsch. Du willst mir helfen? Okay. Würde mich vergewaltigen. Ja. In diesem Spiel geht es nur um Vergewaltigung. Ach, das hat um dasselbe. Ich glaube, der will dich essen. Kevin, kannst du da keine Leute umbringen? Ich habe Tracer umgebracht. Super. Warum machst du den Scheiß? Was soll denn das? Im Outlast-Teil. Da habe ich einen verrückten Wissenschaftler umgebracht, glaube ich. Ah! Mann, Alter! Ah. Ich will einfach nur nicht gegessen werden. Ich will nur nicht gegessen werden, Alter. Was mich auch immer fragen, solchen Horrorspielen, wo haben die diese ganzen fetten, großen, verlassenen Häuser her? Das ist doch niemand so ein Haus irgendwo. Aber in Half-Life fragst du nicht, in Half-Life 2 fragst du nicht, warum die ganze Stadt verlassen ist und voller Zombies. Ja, weil in Half-Life 1 alles explodiert ist. Vielleicht. Danke für den Spoiler. Das wollte ich vielleicht bei dir sehen. Nö, jetzt schau ich mir deinen Pass nicht mehr an. Ja, das kommt ja auch nur im ersten Part drin vor, Kevin. Nö, jetzt schau ich mir deinen Pass nicht mehr an. Das Das ist doch nicht von der Explosion, Alter. Doch, darum geht das doch alles los. Außerdem bricht diese komische Zombie-Stadt-Epidemie da aus. Wie heißt die Stadt? Ravenholm oder so, keine Ahnung. Ravenholm. Glaube ich auch. Keine Ahnung. Oh, die Zombie-Stadt, das hat auf 2 Reihen. Oh, oh, oh. Hi. Auch Kevin. Hi, willst du mich essen? Typi. Chill mal in live. Kevin haust ihm ins Gesicht. Kevin haust ihm ins Gesicht. Du bleibst hier. Nein. Ich bin kein Jude. Du bist ein Kevin, du drin. Das war gerade voll rassistisch, Alter. Ja, ich lasse sowas lieber. Die Wand ist schön, die sehe ich nämlich da drin. Was ist da dran? Aua.
Kevin, splittest du die Part, weil ich die so... Gesundheit. Bitte was? Bittest du die Parts oder lebst du die so hoch? Ich splitte die. Zumindest denke ich, dass ich sie splitte. Aber oh, wenn hast du das verwegen. Guck mal kurz, ich will kurz. Auszug, eine Aufnahme von Dr. Bruce Banner. Dr. Bruce. Newhouse, Dr. Angestellte im Mount Massive Hospital. Meine Nase ist zu. 1958 bis 1965. Fahrrad ich kann auch lesen. Ja, liest du bitte mal. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Fahrrad Clark. Es liegt mir fern, ein... Es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen. Also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten die sich von jemand Bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnliche beruhigende Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie. Vor allem, wenn man die tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unsere armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können, und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie. Wir alle bauen auf ihren Glauben und ihre harte Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen, Dr. Newhouse, DR, 20. Mai 1961. Ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann, ungefähr so. Ich halte gerade mein Handy in die Kamera. Was war denn da? Ein Kommentar von meinem Bruder. Was hat er geschrieben? Mal gesagt. Zu einem Little of Legends Let's Play. In Speer Richtung mein Schwager. Also Richtung Mario. Aha. Familie. Wo geht's weiter? Einfach einmal im Kreis. Vielleicht beim Exit. Nein, da war ich doch schon. Lolo, was hast du meinen? Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Weil das Licht angegangen ist, oder wie? Nein, ja, Licht angegangen ist. Ich Nein, stand ja. Hat auf einmal und auf einmal du vor so einem Gemälde standst. Nee, geht's nicht weiter. Zumindest sehe ich keinen Weg. Ah. Aua, da ist jemand runtergefallen. Der wollte dir Hallo sagen. Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Jetzt habe ich mir an genau diesem Eisen das Hals aufgeschlitzt. Das Hals aufgeschlitzt, ja. Das Hals, ja. Yeah. Ah, warte, meine Ladekabel muss in mein Headset. Sonst läuft das nicht mehr. Ups. Kevin. Ups. Nein, ey, nicht dunkelheit. Was denn? Mach noch einen Brief. Ich will weiterlesen. Was ist das? Ah, Justin Bieber, ich liebe ihn. Batterie aufgenommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas sagen will. Badum, 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 badum. Jetzt bist du Hitman. Das ist jetzt schon wieder das neue Spiel, das ist Hitman. Ah, okay. Ja. Jetzt stelle ich mich schnell im Schrank, damit die Leute nicht sehen, dass ich jemanden getötet habe. Okay, fertig. Das geht ja echt was. Danke, Kevin, das ist das Bein von deinem Opfer. Was? Bein? Oh, Bein. Wo geht man denn zuerst hin? In den dunklen Raum oder in den Raum, der voll beleuchtet ist? Das ist kein Raum, das ist ein Gang. Ja, Jolo. Sie sind beide dunkel. Das ist unfair. Ich habe eine Auswahl und ich höre eine Kreissäge. Ich würde zur Kreissäge gehen.
Aber hier gibt es wirklich nett Batterien. Am Anfang vor allem. Ah ja. Bin ich hier richtig. Natürlich hört er wahrscheinlich nie mehr. Ich hatte früher. Okay, da bin ich falsch. Ich will nochmal in den anderen Gang. Ich hatte bei Outlast, wo ich privat gespielt hatte, hatte ich ungefähr 2x10 Batterien voll. Okay, hier bin ich richtig. Nice. Und dann in der Aufnahme hatte ich wirklich es kein einziges Mal zu 10 Batterien geschafft. So. Das ist eine Batterie. Ich hatte am Schluss hatte ich noch 9 Batterien, hab's fast der 10. geschafft. Und dann kam das Ende. Dann kommt das Ende auf einmal. Kevin, stopp mal kurz die Aufnahme und bring mir mal bitte den Energy. Aufnahme, stopp. Hier, Team. Oh, hier, ja, Timo. Danke. Oh, ja, lecker. Jetzt hab ich vielleicht Schleichwerbung gemacht, aber scheiß drauf. Ich trinke nur Augusta. Nein, wir haben ja nicht gesagt, was wir trinken, außer ich jetzt gerade. Weil du gesagt hast, dass wir Schleichwerbung machen. Da musste ich sagen, was ich trinke. Aber ich trinke ein hebeliges Objekt für Schleichwerbung einfügen. Was? Oida, ohne Scheiß. Wow, ich muss das wieder abgewöhnen. Hebeliges Objekt. Ich möchte dich nicht füttern. Okay. Füttern. Füttern? Nicht? Ja, er hat gesagt, füttere mich. Ich möchte ihn nicht füttern. Fütter mich, aber... Ich bin ein Kevin, ich brenne. Aua, es blitzt. Ja, solange du nicht in die Fresse blitzt. Doch, genau in die Fresse. Das ist doof. Ach, das nur. Oh, eine Kamera. Alter, du überziehst richtig, Mann. Ich rette dich. Nicht. Ich muss nur schreien, wie abgewöhnen. Wieder abgewöhnen. Wer ist das? Was für eine lustige Aufnahme. Also ich habe nicht wirklich abgebrochen aufzunehmen, also müssen wir jetzt ungefähr 20 Minuten haben. Immer schön mit dem Kopf durch die Wand oder was ist deine? So, ich pause jetzt mal kurz und schaue nach, wie viel wir haben. Bis gleich. Kevin? Und da sind wir wieder. Und der Typ hört nicht auf. Ich sag Kevin. Also wir haben noch 6 Minuten. Das ist einfach richtig scheiße, ne? Ey, Timo. Oh. Ich teile mit dem Kanal. Das heißt, es ist ein Zuschauer von 4 Leuten. Möchtest du ja, das aber nur deine Zuschauer. Das heißt. Nein, Spaß, deine Zuschauer sind die allerbesten Round. Kevin, du solltest das dem Typen. Bitte drücken Sie jetzt 1, wenn Sie Timo töten wollen. Wenn Sie Timo nur foltern wollen, drücken Sie jetzt die 2. Wenn Sie einfach nur wollen, dass Timo in AIDS stirbt, drücken Sie die 3. Kevin, Hilfe! Wenn Sie wollen, dass Timo in AIDS stirbt, drücken Sie die 3. Wenn Sie wollen, dass Timo Selbstmord begeht, drücken Sie die 4. Wenn Sie wollen, dass Timo vergewaltigt, verbrannt und wiederbelebt und nochmal gefickt und dann vergewaltigt und dann aufgegessen wird, drücken Sie jetzt die 5. Ich habe einen 5-Counter von über 9000. Also Timo, viel Spaß. There's no way that can be why. Essensglocken, oder fick dich doch, du kleine Hure. Fuck. Ich muss jetzt weglaufen, Kevin. Nein, ich möchte dich nicht töten. Was ist das, Alter? Na. Du. Das ist so gelaufen, Kevin. Ich bin leckeres Essen. Bio. Ja. Biofleisch. Der ist Vegetarier. Nee, kein Vegetarier. Wer ist es denn?
Fügen Sie hier das Wort ein, was ich suche. Vielen Dank. Schwul. Scheiße gehört hab. Stilmus-Suppe. Stilmus-Suppe. Die darf in keinem Spiel fehlen. Das wird jetzt so ein neuer Running Gag. What the fuck? Ach komm schon. Immer wenn man in so einem Spiel was ist. Stilmus-Suppe. Was liege ich da gerade? Stilmus-Suppe. Was ist das, was da aus meinen Brüsten kommt? Stilmus-Suppe. Kopfkino. Ja. Stell sie bitte vor. Jetzt. Du auch. Ich habe gerade auf die Kamera gezeigt. Weißt du, so Interaction. Oh, oh, Kevin. Ein ganz krasser Mann. Frau, Typ, Pille. Das ist die neue Dimension. Ich bin direkt vor euch. Ihr könnt mir das Gesicht schlagen. Aua. Ja, Kevin. Was glaubst du, warum die ganzen Leute ab der ersten Sekunde abschalten? Was hab ich verpasst? Jetzt grad so ding gemacht. Was glaubst du, wie lange Whistleblower gehen wird? Okay, Timo, du wolltest ja lesen. Du hast 2 Minuten, los! Ja, ich sehe 6 Pixel, warte, Pixel. War richtig? Ja, gut. Kannst du lesen? Oh, warte, es wird klarer. Warte. Entschuldige mich schnell, mein Trink. Murkoff zeigt Theatric Systems. Warte. Kevin, halte ich mal mit den Leuten, bis das hier klar ist. Ich glaube, es kann noch dauern, Alter. Liest du lieber. Murkoff zeigt Theatric Systems Project Warrider Mount Massive Co. Fall Nummer 209. Patient Frank Antonia Manera. Datum 29.08.2012. Was hast du an diesem Tag gemacht, Timo? Erste Patientbefragung, 1.11.2010. Alter des Patienten 36. Geschlecht männlich. Oh, behandelter ja. Arzt Dr. Carl Houston. Houston, we have a problem. Therapie. Ich bin wieder das schon an der Kamera. Therapiestatus Stilmus-Suppe. Minimale Aktivität des Morphogen-Antriebs und nur bei Extremleveln Stufe 5 und 6. Ich will nicht schreien, Timo. Der Hormontherapie. Traumphasen kennen immer wieder zu den Bildern von Isolation und Verrat zurück. Keine luziden Phasen. Luzides Träumen ist richtig geil, das will ich öfters haben. Diagnostik. Spirometrie ergab schwere. Ich kann vorlesen. Bronchiale Akkumulation. Übereinstimmend mit Tabak und Marihuana konsumierenden Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität. Anmerkung: Zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 lbs. Sein Gewicht bei der Aufnahme war 228 lbs. Das ist schon ein bisschen. Der LBS, die Bausparkasse der Sparkassen. Er war lethargisch und nicht ansprechbar und brachte nur Interesse für das neue Skript. für das neue Skriptmuster der Hypnotherapie Wernicke. Da fällt er auf. Das Trinken von Blut aus der Brust für offener Männer. Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnt ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab. Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht heilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen. Sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Murkoff Psychiatric Systems Project Warrider Mount Massive Core. So. Und ja. Jetzt haben wir das gelesen. Und ja. Timo, willst du noch was sagen? Und ja. Ich mag den Kevin und der Kevin mag mich und ich hab den Kevin letzte Nacht vergewaltigt. Darum ist er in diesem Spiel. Ich bin einsam, du bist einsam, lass uns doch gemeinsam. Okay Leute, mit diesen Worten verabschieden wir uns jetzt. Mit Outlast, bist du blauer. Nein, ich hab eine andere Musik. Halt die Fresse, mach die Musik. Ciao Timo.
Schönes Training. Achso, ich würde tschüss sagen. Tschüss. Ja, tschüss. 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 Tschüss.